Je nach Stimmung, die Sie mit einem gerenderten Bild erzeugen möchten, ist die Schattenhärte von großer Wichtigkeit. In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Hilfe der CineRender Engine in ARCHICAD die Schattenhärte einstellen können. Wir haben hier eine kleine Szene vorbereitet mit verschiedenen Elementen, zum Beispiel dieser Bank, welche einen sehr nahen Schatten auf die Wand dahinter wirft, der Lampe hier, welche einen länglichen Schatten wirft, oder mit einem Baum, welcher sogar außerhalb der Szene liegt und den Schatten so auf die Fassade wirft. Wir rendern nun diese Szene mit den Standardeinstellungen der CineRender Engine, indem wir unter 3D die Fotorealistik-Einstellungen aufrufen und hier überprüfen, dass die CineRender Engine von Maxon gewählt ist, sowie ein physikalischer Himmel definiert ist. Mit Klick auf das Kamerasymbol können wir das Rendering starten. Für das Video werden wir den Renderprozess etwas beschleunigen, damit Sie nicht die ganzen 4 Minuten zuschauen müssen. Wir sehen auf dem Bild bereits, dass die Schattenhärte abhängig ist von der Distanz des Objektes, wie weit es weg ist. Gut sichtbar hier beim Schatten des Baumes im Vergleich zur Bank. Oder auch hier im Bereich, wo die Lampe den Schatten ganz nah wirft, bis hier im Bereich, wo er weiter entfernt zu liegen kommt. Wenn Sie jetzt jedoch harte Schatten möchten, grundsätzlich über das ganze Bild verteilt, zum Beispiel für eine Stimmung mit hohen Kontrasten, dann können Sie dies entsprechend in der Fotorealistik-Einstellung vornehmen. Wir gehen also zurück in unsere Fotorealistik-Einstellungen. Sie wählen hier die detaillierte Einstellung. Und gehen unter Umgebung in den physikalischen Himmel und wählen hier die Sonne. Hier haben Sie eine Einstellung, die heißt Größenverhältnis, welche standardmäßig auf 100 ist. Wir wechseln diese mal auf 0 und rendern das Bild erneut. Natürlich wieder mit unserem Turbo-Renderer, damit Sie nicht so lange warten müssen. Wie wir sehen, hat sich unsere Bildstimmung entsprechend verändert. Die Größe der Sonne wurde im Verhältnis viel kleiner und so wirkt die Lichtquelle auf eine Art wie eine Spotleuchte, welche entsprechend klein ist und so auch sehr harte Schatten wirft. Im Bereich der Bank, der Leuchte hier sowie auch für den Baum. Natürlich können Sie den Effekt auch umkehren, wenn Sie ein Bild mit etwas weicheren Kontrasten möchten. Mit weichen Schatten können Sie hier wieder in die Fotorealistik-Einstellung gehen und entsprechend unter der Sonne das Größenverhältnis entsprechend vergrößern. Unser Standardwert war 100. Wir geben mal 1000 ein. Und rendern das Bild erneut. Und wir verkürzen hier noch ein letztes Mal die Wartezeit. In diesem Bild sehen wir nun deutlich weichere Schatten, hier im Bereich der Bank oder auch bei der Lampe hier. Zu Beginn ist der Schatten noch ziemlich hart und verläuft dann recht schnell sehr weich oder auch auf der Hauswand oder Schatten des Baumes als solcher fast nicht mehr erkennbar ist. Je nach gewählter Wettervoreinstellung in der Fotorealistik ist die Schattenhärte natürlich bereits unterschiedlich voreingestellt. Wir gehen hier also nochmals zurück in die Wettervoreinstellung und wenn Sie hier natürlich den Himmel klar wählen, dann haben Sie bereits härtere Schatten voreingestellt im Vergleich zu einem bedeckten Himmel oder einem regnerischen Tag, wo die Schatten bereits etwas weicher voreingestellt sind. Dank der Einstellung in der detaillierten Fotorealistik-Einstellungen wissen Sie jedoch nun, wo Sie hier noch etwas nachhelfen können, falls notwendig.